Stimmt, haben wir es jetzt. Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck beherbergt eine der größten Instrumentensammlungen Österreichs. In der Schausammlung stehen ausgewählte Streich- und Zupfinstrumente, aber auch einige historische Tasteninstrumente. Auf die hat es Peter Waldner abgesehen. Peter Waldner und Franz Gradl, dem als Kustos die Musiksammlung im Ferdinandeum anvertraut ist, verbindet die Liebe zur alten Musik. Aus persönlicher Leidenschaft und aufgrund des beruflichen Aufgabenbereichs haben die beiden in den letzten Jahren eine ganze Reihe gemeinsamer Projekte ins Leben gerufen. In deren Mittelpunkt steht die Vermittlung der so formenreichen Musikliteratur vergangener Jahrhunderte. Er ist ein Ansprechpartner für mich und ein Kooperationspartner deswegen, weil ihn dieses Repertoire, die Tiroler Musikgeschichte, so speziell interessiert, weil er dieses Repertoire sehr schätzt, weil er auch ein sehr gutes Verständnis dafür hat, welchen Schatz diese Tiroler Musikgeschichte darstellt und weil er dafür garantiert, dass man diese Musik, die man im Archiv findet, dass man die dann auch qualitativ hochwertig wieder zum Klingen bringen kann. Ja, Innsbruck ist als alte Musikstadt ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Das beginnt ja in Innsbruck sehr früh mit den Ambrasser Schlosskonzerten schon in den 70er Jahren und den Innsbrucker Festwochen der alten Musik, die es ja auch schon seit den 80er Jahren gibt. Und als bedeutendes Zentrum der alten Musik hat Innsbruck noch immer ein großes Renommee. Zudem auch Peter Waldner einen wesentlichen Beitrag leistet. Er unterrichtet unter anderem Cembalo, Orgel und historische Aufführungspraxis alter Musik am Tiroler Landeskonservatorium sowie an der Außenstelle der Universität Mozarteum in Innsbruck. Auch seine Freizeit ist von Musik beherrscht. Seit 1988 ist er hauptamtlicher Organist und Kirchenmusiker der landschaftlichen Pfarrkirche Maria Hilf in Innsbruck. Peter Waldner zählt heute zu den vielseitigsten Spezialisten alter Musik und zu den besten Tastenspielern seiner Generation. Die Entscheidung, Berufsmusiker zu werden, fiel erst nach der Matura, während des Studiums der Germanistik in Innsbruck. Ich bin natürlich dann so mit 19, 20, 21, 22 in dem Alter mit diesem Phänomen der alten Musik in Berührung gekommen. Und das war sozusagen der zündende Moment dann. Und dann auch die Entscheidung, mich auf diesen Bereich zu spezialisieren, ist eigentlich mit 22 Jahren gefallen. Und dann ist meine ganze Ausbildung, habe ich dann sozusagen in diese Richtung ausgerichtet und bin dann auch ins Ausland gegangen, nach Amsterdam, überhaupt auch nach Holland, habe dort viel mit Organisten an den historischen Orgeln gearbeitet, habe in Paris studiert und war an das Koller Cantorum in Basel, wo ich dann diese Affinität und diese Liebe zur alten Musik wirklich auch fundieren konnte und mich eigentlich dann entschieden habe, mich auf diesen Bereich zu spezialisieren. Der engagierte Musiker ist stets auf der Suche nach dem ultimativen Klangerlebnis. Wir begleiten ihn nach Nürnberg. Im Germanischen Nationalmuseum wird er bereits erwartet. Hier führt der Weg direkt in die Sammlung historischer Musikinstrumente. Ja, das ist der Grimaldi, den Sie sehen wollten. Wunderbar. Und, ja. Ja, dann mal ran. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, dieser sehr sonore Klang, dieser sehr breite, strahlende, brillante Klang, der aber auch sehr warm ist gleichzeitig,
dass ich glaube, diese Faszination kann man sich einfach nicht entziehen, weder als Hörer noch als Spieler. Dieses Instrument, ein Clavicembalo, hat Carlo Grimaldi, ein Instrumentenbauer aus Messina auf Sizilien, im Jahre 1697 gebaut. Trotz seines Alters ein sehr gut erhaltenes Instrument. In Fachkreisen gilt es als eines der schönsten und klanglich herausragendsten Instrumente seiner Art. Es ist tatsächlich dieser Aufbewahrungskasten, der so prächtig gestaltet ist. Das Instrument selbst ist ja unglaublich schlicht. Es hat überhaupt praktisch keine Verzierungen. Es liegt in diesem Kasten. Es ist tatsächlich ein Arbeitsinstrument, das wohl besonders bestellt wurde mit diesem wunderbaren Klang, also ein gutes Instrument. Also eigentlich die ideale Kombination von hochwertigem Arbeitspferd und standesgemäßer Verpackung sozusagen. Bei diesem Cembalo ist eigentlich die mathematisch-geometrische Reihe, die durch die Seitenlängen entsteht, ist eigentlich bis zum Maximum ausgereizt. Also ja, man sieht eigentlich die Akustik an diesem Instrument. Nach dem Besuch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg sind bei Peter Waldner auch die letzten Zweifel verflogen. Er ist fest entschlossen, einen originalgetreuen Nachbau dieses so begehrten Instrumentes in Auftrag zu geben. Zu diesem Zweck fährt er nach Genua. Dort trifft er auf seinen Freund Mario Del Grosso. Ah, ciao Mario. Ciao. Bene, bene. Bene. Sì, sì. Allora, prego. Vediamo un po', sono molto curioso. Sì. Sono alcuni dettagli sul piedistallo per quanto riguarda il colore. Der erfahrene Instrumentenbauer und Professor am Konservatorium der Stadt hat bereits vorgearbeitet und erste Skizzen für den Nachbau angefertigt. Ich glaube, wichtig ist, dass bei einem Nachbau die Maße sehr genau berücksichtigt werden, die dieses Instrument hat, und dass dann auch der Bauer diesen Klang kennt und auch imstande ist, sich an diesen Klang anzunähern. Also es genügt nicht einfach nur das Abnehmen der Maße und das Nachbauen, sondern es geht wirklich darum, diesem Instrument auch eine Seele zu geben und sich in dieses Instrument und in diesen Klang hineinzuleben. Es war eine sehr inspirierende Begegnung. Auch der Klang seiner Instrumente hat mich eigentlich überzeugt und hat mir sehr gut gefallen. Sein Zugang, auch die Wahl des Materials, er verwendet eigentlich sehr schöne, erstklassige Hölzer und so weiter. Ich habe natürlich dann auch seine Werkstätte besucht und wir sind einfach ins Gespräch gekommen und in näheren Kontakt gekommen. Es ist dann auch eine Freundschaft geworden und so hat sich eigentlich diese Idee ergeben, ein Instrument von ihm bauen zu lassen. Und das ist auch immer eine Frage des Vertrauens, das man einem Bauer schenkt, und ich denke schon, dass es eigentlich die richtige Entscheidung war. Das ist die Vorderseite, das ist die Rosette, die hier angebracht wird, bevor der Oberboden befestigt wird. Nun zeige ich dir den Innenteil. Das Lindenholz ist für den Unterboden, die Stützverstrebungen für die Beseitung. Der Resonanzkörper besteht aus Zypressenholz und die Schrift innen, die ist für die Nachwelt. Das ist mein 87. Werk. Der Experte weiß, worauf es bei seiner Arbeit ankommt. Neben einem profunden Studium des Originalinstrumentes ist für den Nachbau eine akkurate Auswahl von Materialien und Hölzern unumgänglich. Beim Bau eines Cembalos werden für die einzelnen Teile verschiedene Hölzer verwendet. Eine sehr wertvolle Art, da sie in Italien unter Naturschutz steht, ist das Holz der Zypresse. Es handelt sich um ein sehr kostbares und seltenes Holz.
Glücklicherweise wird es von Tischlern und Möbelherstellern nicht verwendet, sondern vor allem für die Herstellung von Saiteninstrumenten. Dieses Holz hat außergewöhnliche Eigenschaften. Es tönt nicht, es verzieht sich nicht, es bekommt im Laufe der Zeit auch keine Risse. Fast alle Originalinstrumente, die wir in den Museen finden, weisen keine Spalten oder irgendwelche Veränderungen auf. Eine weitere sehr wichtige Holzart ist die Rotfichte, aus der der Resonanzboden besteht. Dieses Holz ist sehr beweglich und wurde auch beim Bau der berühmten Stradivari-Geigen verwendet. So wurde seit der Renaissance, Anfang des 15. Jahrhunderts, dieses Tasteninstrument in ganz Europa gebaut. Wobei die Instrumentenbauer in den musikalischen Zentren Frankreichs, der Niederlande und Italiens unterschiedliche Bauformen entwickelten. Die Besonderheiten des italienischen Cembalos, das die gesamte Barockzeit verwendet wird, ist eng mit dem Einsatz des Basso Continuo und der Rezeption von englischen Geigern verbunden, aber auch mit Frescobaldi, einem der großen Cembalisten Italiens. Vivaldi, Bach und Händel haben dieses Instrument natürlich auch verwendet. Es ist ein Instrument mit einem ausgesprochen klaren, äußerst reichen Klang, das sich sehr für die Kammermusik eignet, die in Kirchen, Palästen und Schlössern gespielt wurden. Seine Blütezeit erlebte das Cembalo in der Barockmusik. Die höfische Gesellschaft von damals liebte das Instrument, dessen Korpus auch kunstvoll bemalt wurde. Besonders beliebt waren Allegorien und arkadische Landschaften. Die Komponisten der Renaissance und dann vor allem des Barock haben ein sehr starkes Interesse entwickelt für das menschliche Innenleben und die haben angefangen, sich mit den Affekten zu beschäftigen und diese Affekte in der Musik darzustellen auf eine Art und Weise, die einfach zeitlos gültig ist. Und das ist etwas, was für uns heutige Menschen genauso spannend ist wie für die Menschen damals. Und mein Ansatz in der Interpretation dieser frühen Musik ist immer, auf das Wesentliche zu fokussieren, auch auf diese urmenschlichen Dinge, die in dieser Musik so schön zum Ausdruck gebracht sind. Im Barock hat man die Welt ästhetisch gestaltet und es ist natürlich dann auch der Versuch, diese Inhalte an ein Publikum, an die Zuhörer von heute zu vermitteln und zu übertragen in einer sehr zeitgemäßen Art und Weise. Also es ist jetzt kein historistischer Ansatz, wo man nur in der Vergangenheit lebt, sondern es ist wirklich der Versuch, dieses Repertoire, das so wesentlich ist, in unsere Zeit zu übersetzen. Obwohl sie keinen Einfluss auf die klangliche Qualität eines Musikinstrumentes besitzt, erzeugt eine künstlerisch wertvolle Gestaltung beim Zuschauer oft einen starken emotionalen Eindruck. Beim Musizieren ging es im Barock deshalb nicht nur um das Hören, sondern auch um den Genuss, den man beim Anschauen eines schönen Instrumentes empfand. Elisabetta Lanzoni hat sich auf diese Arbeit spezialisiert. In ihrer Werkstatt in einem Dorf in der Nähe von Ravenna ist sie dabei, die äußere Hülle des Instrumentes originalgetreu nachzuzeichnen und zu bemalen. Bereits seit Wochen arbeitet sie von früh bis spät ausschließlich an diesem Instrument. Ein knochenharter Job, der viel Geduld und hohe Konzentration erfordert. Das Holz hat sie in mehreren Arbeitsschritten so bearbeitet, dass sich das Blattgold problemlos Schicht für Schicht auftragen lässt. Und dann beginnt man mit dem letzten Arbeitsschritt, der einen bestimmten Grad an Geduld voraussetzt. Er besteht darin, die Zeichnung zu stanzen. Das betrifft nicht nur den äußeren Rand der Verzierung, sondern alle Teile, die am Ende die gesamte Zeichnung ergeben.
Der Schlag darf nicht zu stark sein, denn dann würde man das Blattgold durchbrechen und auf den Untergrund treffen. Die Mühe besteht eben darin, den Kraftaufwand richtig zu dosieren. Es braucht einfach das richtige Gleichgewicht. Die Einkerbung muss klar ersichtlich sein, sie darf aber nicht zu stark sein. Wenn das Licht drauf fällt, muss sie ein Funkeln erzeugen. Es ist ein kleines Kunstwerk, so kostbar wie ein Schmuckkasten, denn es wird ein Instrument beinhalten, das gleichermaßen wertvoll ist. Ab einer bestimmten Zeit verlangten die Kunden der Cembalo-Bauer nach dieser Art der Verzierungen, denn es sollte nicht nur ein Instrument zum Bespielen sein, sondern auch eines, das man herzeigen und während der Konzerte präsentieren konnte. Auch Mario Del Grosso in Genua ist mit seiner Arbeit ein gutes Stück weitergekommen. Die Stützen des Instruments müssen noch fertiggestellt werden. Die jahrelange Erfahrung macht sich dabei bezahlt. Heute fällt es ihm auch leichter, sich von seinen Kindern den Instrumenten zu trennen, als dies am Anfang der Fall war. Ich empfand schon eine gewisse Traurigkeit, als ich noch vor Jahren meine ersten Werke ablieferte, mich von meinen Instrumenten trennen musste. Aber im Laufe der Zeit habe ich die Tatsache zu schätzen gelernt, dass diese Instrumente die Welt bereisen und vor Publikum erklingen, in den Händen von professionellen Musikern. Ciao, Mario. Ciao, ciao. Tutto bene? Andato bene? Okay. Endlich ist es soweit. Del Grosso hat es sich nicht nehmen lassen, das Instrument selbst nach Innsbruck zu transportieren und es dem Auftraggeber persönlich zu übergeben. Andato bene il viaggio? Auch für Peter Waldner ein wichtiger Augenblick. Fragen tauchen auf, wie hat das Instrument die Fahrt auch unbeschadet überstanden und wie wird wohl der Klang sein? Werden seine Erwartungen erfüllt? Die Maße passen, es lässt sich mühelos schließen. Das Holz hat sich nicht verzogen. Nun darf es zum ersten Mal erklingen. Bene, allora vediamo. Molto bello, hai fatto un lavoro favoloso. Peter Waldner kann nun auch das neue italienische Cembalo mit dem daneben stehenden französischen Instrument vergleichen. Das ist ein großes französisches Cembalo nach Pascal Tascain 1769 und klingt so. Und im Vergleich dazu mein neues italienisches Cembalo.
Italienische Cembali sind sehr dünnwandig gebaut und man sieht es auch hier am Korpus, der viel flacher ist als der Korpus des französischen Instruments. Es sind im Prinzip zwei völlig verschiedene Bauweisen. Auch die Beseitung ist unterschiedlich. Italienische Cembali sind rein in Messing beseitet und hier haben wir verschiedene Saiten, Bronzelegierungen, Eisen und auch Stahlsaiten. Das ergibt beim französischen Cembalo einen sehr lieblichen, obertonreichen Klang, sehr diskret, und das italienische Cembalo ist im Gegensatz dazu sehr direkt und sehr brillant und auch von der Tragfähigkeit her sehr kräftig. Kräftig weht auch der Wind durch die reifenden Kornfelder im Oberfinchgau. Das Kloster Marienberg, welches oberhalb von Burgais das Tal beherrscht, kennt Peter Waldner sehr gut. In der Bibliothek befinden sich wertvolle Bücher, die ihm beim Verfassen seiner Diplomarbeit sehr nützlich waren. In diese noch weitgehend archaische Kulturlandschaft, die von den mächtigen Bergen des Ortlermassivs, den romanischen Kapellen, Türmen und Gehöften geprägt wird, kommt er immer wieder gerne zurück. Peter Waldner stammt nämlich aus Mals, wo er die Schule besuchte und wo auch die Basis für seine spätere musikalische Karriere gelegt wurde. Ja, die Gegend da im Oberfinchgau hat mich sicher sehr stark geprägt, von klein auf. Wenn man in so einer Landschaft geboren wird und mit auch der Kunst und Kultur, die es hier gibt, irgendwie groß wird und das selbstverständlich zum Alltag dazugehört, sind das prägende Eindrücke und Erfahrungen. Meine Familie hat meinen musikalischen Entwicklungsweg eigentlich immer unterstützt, meine Eltern vor allem. Das war ja nicht so selbstverständlich, weil in unserer Familie hat es eigentlich keine Musiker und schon gar keine professionellen Musiker gegeben. Also meine Berufsentscheidung war schon sagen wir eher speziell für die dörflichen Verhältnisse hier. Aber ich habe eigentlich immer die Unterstützung meiner Eltern gehabt und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Es ist sicherlich eine Form der Einsamkeit oder des Alleinsein mit sich selber. Allein, da steckt ja auch das All-Eins drinnen in dem Wort. Also ich glaube, wenn man so einen Beruf macht und vor allem auch solistisch sehr viel arbeitet, muss man mit sich selber klarkommen und gut zurechtkommen und es auch aushalten, dass man doch einmal einige Stunden oder oft auch ganze Tage sich einfach mit einer Materie beschäftigt. Und es ist auch wichtig, dass man diese Stille mag, diese Konzentration, die einfach dazugehört. Aber es ist ja so, in der Arbeit an diesem Repertoire erschließt sich ja ein Universum eigentlich, ein musikalisches Universum. Also wenn ich mich zum Beispiel mit Bach an der Orgel oder am Cembalo beschäftige, ist das ja das Erkunden und das Erforschen einer musikalischen Welt, die unglaublich wesentlich ist. Und das ist ja eine Zeit, die dann auch gefüllt ist mit Inhalten. Und durch diese Beschäftigung wird der Musiker dann belohnt. Natürlich kann man nicht auf allen Hochzeiten tanzen, überall dabei sein. Es erfordert also eine gewisse, wie gesagt, Disziplin oder Konzentration. Aber ich habe das eigentlich nie so sehr jetzt das Gefühl gehabt, dass ich dadurch jetzt sehr viel anderes versäume. Das ist auch, ich meine, dadurch, dass man das tut, hat man auch einen unglaublichen Gewinn, seelisch und innerlich durch die Musik. Diesen Reichtum versucht Peter Waldner in seinen öffentlichen Auftritten Gleichgesinnten zu vermitteln. Einen ganz besonderen Ort dafür stellt die Kapelle zum heiligen Benedikt in Mals dar, deren karolingische Wandmalereien aus dem 8. Jahrhundert einzigartig sind. Hier soll auch der originalgetreu nachgebaute Grimaldi zum ersten Mal vor Publikum erklingen. Vor diesen Fresken zu spielen, ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis.
Die Kirche ist ja nicht sehr groß, akustisch aber sehr gut. Es ist ein relativ hoher Kirchenraum. Und gerade jetzt für ein historisches Tasteninstrument wie das Cembalo eigentlich ein idealer Raum. Was auch schön ist in der Benediktskirche, das Publikum, das da ist, sitzt relativ nahe. Also da, ich habe als Musiker am Instrument einen relativ direkten Kontakt zum Publikum in dieser historischen Architektur. Und das ist schon für die Musik, die ich mache, also für die alte Musik, ein besonderes Ambiente. Und mir eigentlich, wenn ich wählen kann, lieber als der große, sterile, moderne Konzertsaal.